am Pool mit meinen besten Freundinnen Smoothies schlürfen. So kann man einen perfekten Samstag verbringen. Finde ich auch. Ich könnte für immer in diesem schwimmenden Flamingo bleiben. Und diese Tiki-Frucht-Smoothies sind so lecker. Und sie sind gut für uns. Also können wir so viele trinken, wie wir wollen. Wow, du hast uns gar nicht erzählt, dass du ein Wellenbecken installiert hast, Polly. Das ist mir auch neu. Was immer es ist super entspannt. Bist du sicher, dass es kein Wellenbad ist? Natürlich bin ich sicher. Wow, das macht Spaß. Es ist, als wäre man im Ozean. Ich glaube, ich hole mal neue Smoothies. Von dem ganzen Gewackel werde ich langsam seekrank. Für mich bitte Wassermelone. Oh! 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 Geht's euch gut? Ja, alles in Ordnung. Aber wer auch immer dieses Gewackel verursacht, hat einiges zu erklären. Seht euch dieses Chaos an. Meinst du, er könnte vielleicht etwas damit zu tun haben? Definitiv. Los, weg hier! Oh nein, hier ist nur Platz für zwei. Schon okay. Ihr beiden haut ab. Ich habe mit diesem Dino noch ein Hühnchen zu rupfen. Hey, hier drüben! Oh nein, das machst du nicht! Niemand isst meine Freunde! Danke, Herr Schmetterling. Oh, und nebenbei bemerkt, ich liebe Ihre Flügel. So wunderschöne Farben. Holly, du bist in Sicherheit. Wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht. Mir geht's gut, aber wir haben immer noch ein Riesen-Dinosaurier-Problem. Was sollen wir nur tun? Wir können den Pool nicht benutzen, solange dieses Riesenvieh dort herumstampft. Vielleicht können wir versuchen, ihn zu vergraulen oder sowas. Ihn vergraulen? Hast du gesehen, wie groß das Vieh ist? Wir sind viel zu klein, um es mit einem Dinosaurier aufzunehmen. Shani, das ist es! Groß werden! Okay, alle bereit? Bereit! Versuch's doch mal, Dinosaurier! Hey, wo ist er hin? Vielleicht haben wir ihn wirklich vergrault? Oh nein, er ist zurück! Weg hier! Wartet! Das ist kein Dinosaurier! Das ist nur Greg! Was ist ein Greg? Greg heißt das Chamäleon, das mein Bruder als Haustier hält. Und er hat versucht, uns zu fressen? Er hat nicht versucht, uns zu fressen. Er war hinter unseren Smoothies her. Dann können wir jetzt wieder zurück zum Pool und relaxen. Richtig, aber ich glaube, zuerst bringe ich Greg zurück in Pierces Zimmer. Sonst bleibt von den Smoothies für uns nichts. Ich kann nicht fassen, dass ich mein komplettes Zimmer aufräumen muss, bevor Lila und Shani herkommen dürfen. So schlimm sieht es gar nicht aus. Mann, das ist so langweilig. Es muss doch einen Weg geben, wie man dabei mehr Spaß haben kann. Aha, das ist es. Vielleicht kann ich den Quadcopter dafür nutzen, dieses Chaos zu beseitigen. Dann kann ich Spaß haben und gleichzeitig mein Zimmer aufräumen. Mini-Power! Wie kann irgendjemand ohne Quadcopter sein Zimmer aufräumen? Ih, dieses Regal ist dreckig. Es könnte wirklich mal gründlich abgestaubt werden. Hier sieht es super aus.
Wer hätte geahnt, dass Putzen so viel Spaß macht? Es muss jedoch noch irgendwas geben, was geputzt werden muss. Hey, das Aquarium sieht aus, als könnte es mal gründlich geschrubbt werden. Mini-Power! Dann mal los! Das wird ewig dauern. Ich kann einfach die Luft nicht lange genug anhalten. Aha! Wieder eine brillante Idee. Vielleicht kann ich das U-Boot zu einem Riesenschwamm machen. Ich kann gar nicht erwarten, Layla und Shani zu zeigen, wie sauber es hier jetzt ist. Ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass hier alles so geglänzt hat. Nirgendwo gibt es ein einziges Fleckchen Schmutz. Peaches! Nein! Oh, was mache ich denn jetzt? Niemals kann ich alle diese dreckigen Abdrücke wegputzen, bevor Shani und Layla kommen. Es sei denn... Mini-Power! Das hat schon wieder geklappt. Puh, das ganze Putzen war anstrengend. Sieht aus, als hätte ich noch genug Zeit, um kurz in den Pool zu gehen und mich abzukühlen, bevor Shani und Layla kommen. Mini-Power! Po-Klatscher! Polly, deine Freunde sind da. Ups, dann hole ich besser ein Handtuch. Und zwar schnell. Meine Damen und Herren, bitte heißen Sie auf der Bühne willkommen. Littletons super tolle, sensationelle Sängerin, Shani! Juhu! Shani, das war dein Einsatz. Sorry, Leute, aber ich bin einfach so nervös. Ich habe noch nie vor anderen gesungen. Hey, aber wir sind doch nicht andere. Shani, wir sind deine besten Freundinnen. Ich habe eine Idee. Hier, versuch das. Vielleicht hilft es, wenn du uns nicht sehen kannst. Okay, ich versuch's nochmal. Meine Damen und Herren, bla bla bla. Darf ich ihn vorstellen? Shani! Ja! Los, Shani! Ups. Sorry, Shani. Vielleicht war das Handtuch doch keine so gute Idee. Schon okay. Danke für den Versuch, Leute, aber es hat keinen Zweck. Ich werde diese Nervosität niemals vor der großen Tanzparty heute Abend loswerden. Wir müssen dir nur beim Entspannen helfen. Das ist eine tolle Idee, Layla. Ich glaube, Shani braucht nur einen kleinen Entspannungsurlaub zum Abschalten. Oh ja, ich liebe Urlaub. Können wir zum Strand? Nein, wartet, lieber am Pool chillen. Oh, aber Skifahren würde auch Spaß machen. Leute, ich weiß nicht. Sollte ich nicht lieber üben? Machst du Witze? Du singst wie ein absoluter Superstar. Warte, woher weißt du das? Du hast mich noch nie singen gehört, oder? Oder? Also, Polly und ich haben uns vielleicht geschrumpft und zugehört, als du neulich geübt hast. Ihr habt was? Sorry, Shani. Wir wollten dich wirklich mal singen hören. Jetzt kommt! Spaß und Entspannung, wir kommen! Mini-Power! So, fertig. Was für eine super coole Sandburg. Das hat Spaß gemacht. Aber ich bin immer noch super nervös wegen heute Abend. Hm, wie wär's mit einer Abkühlung beim Skifahren? Hier wird es jetzt eh viel zu heiß. Oh, aber meine Sonnenbräune wäre fast perfekt geworden. Wow, toller Schneemann, Leute. Danke. Ich dachte, ich designe ihm einen Anzug. Geht's dir besser, Shani? Ein bisschen, aber ich muss immer noch daran denken, dass ich vor all diesen Leuten singen soll. Was ist, wenn sie über mich lachen? Dann kriegen sie es mit uns zu tun. Kommt, ich weiß genau, wo wir richtig entspannen können. Oh, ist das nicht großartig? Es gibt nichts Entspannenderes, als auf Flamingos im Pool zu treiben. Es ist so friedlich. Ich komme! Ah! Polly, wir wollen hier entspannen. Schon okay.
Ich glaube, langsam geht es mir ein bisschen besser. Großartig. Hui, guck mal auf die Zeit. Wir müssen uns auf den Weg machen, wenn wir nicht zu spät kommen wollen. Es geht nicht, Polly. Ich kann es nicht. Die Aufregung ist wieder da. Mach dir keine Sorgen. Du wirst umwerfend sein. Okay, ich bin soweit. Machen wir es jetzt oder nicht? Wir? Aber ihr beide tretet doch gar nicht auf. Oh doch, das tun wir. Wir sind deine bildhübschen Background-Sängerinnen. Du hast doch nicht gedacht, dass wir dich ganz alleine da rausschicken, oder? Oh, danke, Leute. Ihr seid die besten Freundinnen auf der Welt. Meine Damen und Herren, bitte heißen Sie auf der Bühne willkommen. Shawnee und die Pocket. Musik ab!